So, moin, jetzt kommt's zu Let's Play Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Im letzten Part haben wir die Welt endlich abgeschaffen, sind bei der Bimsa-Symphonie, nachdem wir diesen komischen Boss besiegt haben, dieses komische Hühnchen-Dingsbums da. Arschloch hoch 3, haben ihn besiegt, war schwer, haben ein bisschen sehr auf unsere Kommandos gesetzt nachher und haben es dann geschafft. Wir haben die Welt hier niemals zwar erreicht, haben auf Sigmar getroffen, haben ein bisschen was zur Geschichte erfahren, haben erfahren, dass es geplant war von denen die ganze Zeit über. Und ja, ich würde sagen, machen weiter. Pleasant dreams, kiddo. Yes. This was where it started. At this point, I still had no idea that I was talking to myself. He cast away his bodily form just to set me on the appointed path. What do you mean? That is Xehanort, reduced to just a heart. The being you and your friends called Ansem. Whoa! Is that? Yes. The point in time that Sigmar mentioned. Me? Right before my world was swallowed by the darkness. To move through time, you must leave your body behind. Ansem first sent me on my way, and then placed himself here when the time was right. That is what set all these events in motion. What are you saying? That he knew everything that would happen? No, not everything. But remember, Ansem possessed Riku and saw his experiences in real time. So? That could only tell him so much. How did he know I would be here today? Simple. Kairi! What is... You've been here many times. Your first journey, your voyage through memories, in the datascape, in your dreams, relived again and again, like deja vu. King Mickey? Oh. Donald! Goofy! Pluto! Anscheinend sind das viele Sequenzen gerade. Okay,
Schutzereignisse, wir haben den Wechsel zu Rico direkt, ohne irgendwas machen zu können. Das heißt, dass es so sein soll. Okay. Nintendo freien Flusskommando für so einen Effekt erhalten, nächsten Sturz entsprechend deiner Stufe, okay. Sturz dann verlasse ich diesmal aus. Ich würde Angriffsvorteile reinpacken. Und einmal Abwehrvorteil. Synastra Feuger. Das ist eine Kommando, ist das sogar, ne? Warte mal. Da fehlt mir immer noch was. Warte mal. So. Teilnehmungsgegner anzünden. Wir nehmen das mit hier mal. Und nehmen dazu dann noch Abwehrvorteil mit. Und Sturzdämpfer Level 1. So. Dann nehmen wir diese Nastra-Folge rein und dann passt das. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder Rico sein, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir sind wieder Rico. Bin mir jetzt nicht sicher gerade. Kann das sein, dass wir Rico gerade sind? Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind Rico. wir sind Rico, okay. Ich wollte nicht auf Geister gehen. Hammer krass, ne? Wie Sequenzen wir kriegen jetzt im Moment gerade. Aber es scheint normal zu sein. Gut, dann wollen wir dann auch in die Welt reinstürzen mit Rico. Mal gucken, ob wir einen Boss bei ihm haben. Ich weiß es nicht. Ja. Nein, anscheinend nicht. Okay. Hier läuft die normale Musik. Wahrscheinlich wieder Punkte sammeln. Oder? Ja, 1300 innerhalb der Zeitangabe. Okay, kriegen wir hin. Immer schön durch die Ringe fliegen. Immer schön durch die Ringe fliegen. Interessant aber zu sehen, dass wir hier Teile sehen von den Gebäuden, die in der Welt niemals wahr waren. Auch wo man zum Schluss des Game wird, wo man auf dem Weg ist zu Semnos. Interessant. So, wenn wir jetzt hier lang fliegen, da sind wieder Ringe, okay. Eine Minute, wir haben 415 Punkte erst. Das ist nicht viel. So, weiter in der Mitte bleiben. Das ist okay. Ja, da oben waren mehr Punkte. Okay, weiter. Okay, 600, 715. Und da vorne sind Punkte. Das ist halt die Frage jetzt, ne? Ist das halt so am schnellsten oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ist nicht so knapp wie bei Sora vorhin. So, wieder zurück. Und dann werden wir hier unten lang fliegen mal. Na, das sieht gut aus. Ich würde sagen, das langt. Die Zeit langt. Ich denke schon. Ja, ich denke, ja. Ja, haben wir. Okay, haben alles. Alles cool. Alles cool. So, immer drinnen bleiben. Und dann haben wir genügend Punkte. Sogar mehr als genügend. So, nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir die Welt fertig. Also das, den Abschnitt, den Sturzabschnitt. Oh yeah, Rang C. Vor allem, wir sind schlechter als mit Sora vorhin. Ey, what the hell? Why am I here? I unlocked all seven keyholes, so I should be back in the world I came from. Ja, selbst bei ihm. Realitätswandel, Desillusion. Durchtrenne alle weißen Glieder mit maximal 3 Schnitten. Führe den Touchpad über den Touchscreen, um die weißen Kettenglieder zu trennen. Okay. Mal schauen, vielleicht müssen wir es ja wieder hier nutzen. Ich habe keinen Plan. So wie in der Welt von Tronnen. Da lief es ja auch super. Super toll, ne? Ich freue mich darauf. So. Ich glaube, wir sind in dem Teil kurz bevor wir hochgehen, wo wir in das Schloss direkt reingehen. Ich weiß es aber nicht, ehrlich, keine Ahnung. So, achso. Ich wollte gerade sagen, haben ja gar kein Dings hier, ne? Wir haben es ja gar nicht hier. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Dings einsetzen, das geht ja gar nicht hier. So, Ballon. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Denn die sind wirklich nicht schwach, wie man gerade gemerkt hat. So, down. Ein bisschen aufpassen, Gravischlag machen. Und zack, er ist auch weg. Okay, er ist... Was soll ich... Achso, wir fliegen wieder, ne? Ja. Okay, ich mag das hier nicht. Das ist überhaupt nicht gut gerade, wie es hier läuft. Das läuft überhaupt nicht gut. So, jetzt komm her. So, down. Jetzt komm mal her hier. Mein Gott, ist okay. Ich weiß, ihr wollt mich nerven. Wow, ich hab ein bisschen hoch eingesetzt.
Meine Gegner saugen ja auf, ey. What the hell? Vor allem, ich merke gerade. Können wir bitte. Danke. Ich würde gerne mich aber. Danke, ich wollte mich aber heilen, aber danke, dass es nicht geklappt hat. Okay, wir haben ein Problem. Die Musik ist auch einfach nur ein Remake aus. Ein Remake-Lied aus dem. Aus der Welt, wie man die als erstes weiß. Also Kingdom Hearts 2. Okay, ich wollte eigentlich jetzt das nicht machen, aber gut. Zack, so. Bisschen aufpassen. Ich würde gerne, aber... Oh Gott, das war knapp, ey. Und zack. So, jetzt haben wir es zumindest auch mal heilen können, ey. What the hell, ey. Ballon. Antigrafra. Ich gebe zu, die sind stark. Die sind echt stark. Und zack, tschüss. So. Na, komm her. Und tschüss, bist auch weg. Sehr gut. Da lebt noch einer. Hi. So, Gravi-Schlag, Kollisionsmagnet. Ich will gerne mal Sinastra-Folge reinpacken. Aber erstmal will ich den besiegen, ja? So. Und tschüss. So. Können wir jetzt endlich mal ins Menü? Danke. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. So. Wie teuer ist Sinastra-Folge denn? Wo ist es denn? Du kostet bestimmt zwei, ne? Nee, einer nur. So, habe ich irgendwelche Kommandos, die ich noch nicht drin habe? Zeit schon. Wie habe ich Zeit schon nicht drin? Und vor allen Dingen, dieser Kollisionsmagnet. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ehrlich nicht. Verstehe ich nicht. So. Na, Kollisionsmagnet drin. Okay, warte, stopp. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Wartet mal, wir haben noch ein bisschen mehr gekriegt. Doppelgrätsche, Schattengrätsche, Schattenhieb habe ich gar nicht drin gehabt. Ein Gleiter hat er gar nicht, ne? Nee, hat er nicht. Okay, dann hat er keinen Gleiter. Dann hat er keinen Gleiter bekommen. Oh, man. Das war noch nicht alles, komm mal mehr. Na, war klar. Ich hasse es, wenn ich recht habe, ey. Ich hasse es, wenn ich recht habe. So, zack, tschüss. So, und zack. Ich wollte gerade angreifen, aber okay, dass ich es nicht darf. Mal wieder so nett. So, und tschüss. Okay, wir sind wieder in den Gambling-Modus hier. Das ist nämlich aber auch gerade nicht. Und zack, zack, und zack, tschüss. So. Was zur Hölle ist das hier? Warte mal. Können wir runter hier? Können wir mal runter jetzt hier? Ich würde gerne wieder runtergehen hier. Aber können wir das Ding angreifen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe ganz sehr das Ding aufleuchten, aber ich kann nicht, weil ich nicht runterkomme auf dem Boden gerade. So. Was müssen wir machen hier? Zack, zack, zack. Doch, er hat gelangt. Okay, er hat nicht gelangt. Nee. Na, jetzt falsch gemacht. Was haben wir denn falsch gemacht? Okay. Jetzt haben wir es aber, glaube ich. Ja, haben wir in der Tat. Na, wieso ist Sora denn jetzt auch da? Okay, weiter geht's. Okay, mal gucken, wie groß die Welt hier vor allen Dingen ist. Es sieht sehr, sehr groß aus. Okay, er schießt das auf mich. Das ist das Teil hier. Ja, Alter, was zur Hölle? What the fuck? Okay, jetzt könnte ich nicht ausweichen, indem ich die Truhe geöffnet habe. Aber wie krass. Wow, wie grantig, ey. Okay, wir sollten weitergehen. Ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen jetzt. Deswegen werden wir uns jetzt einfach pissen, ja? Wow. Wow. Dann werde ich Kollisionsmagnet rausnehmen und Vikra mit reinpacken, dass wir beide drin haben. Ich glaube, das wäre intelligenter, wenn wir beide reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir beide brauchen werden. Aber ich denke mal, sicherer vor allen Dingen. Denn ich habe auch keine Lust, hier permanent auf die Schnauze zu bekommen jetzt hier. Ich habe auch nicht mal Ballon reingekommen. Das gibt es auch noch, ey. So, das war auch gar nicht so gedacht, aber egal. Wir haben trotzdem Schaden gemacht. So, wundersame Magie. Herr Fantasie, Entschuldigung. Luftstaccato. Okay, der ist auch weg. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen hier. Zeitsturm. Aber...
Ich war mal heilen, danke. Gut, ich bin ausgewichen, ey. Das hat mir jetzt übelst Schmerzen gehabt. Level up, 31. Das ist wie Kra gewesen. Okay, wie soll ich eigentlich Antigrafra noch drin, ne? Was zur Hölle ist das jetzt gerade hier? Kannst du mir mal loslassen? So. Sinastra Feuga. Okay, jetzt habe ich wieder verkackt hier ein bisschen. So, Schatten, Zeitsturm, mal heilen wieder. Und down. So, Level 39 für John Dewey. Ja, ich wollte das Team da noch wechseln. Das werden wir auch gleich machen noch. Aber erstmal müssen wir das Ding ja besiegen, weil der geht da übelst auf den Keks gerade hier. So. Ich würde gerne auch mal einen anderen besiegen, aber das kann ich auch nicht, weil er mich die ganze Zeit trifft hier. So, wieder angreifen und zack. Das Nervige ist ja auch. Boah. So, Nastrafolger. Ey, ich komme nicht zum Angriff. What the hell? Endlich ist er weg, ey. Alter, wie nervig er ist, ey. Dann kannst du mal jetzt... Okay, jetzt hat es aufgehört schon. Egal. Und ciao. So. Boah, wie nervig ist das denn hier, Alter? Was ist das für eine Welt? Warte mal, ich will kurz mal hier lang gehen. Da war was. Ich hab's gesehen und warum kann ich jetzt da nicht anhalten? What the hell? Na, ich glaube... So, zack, alle down sogar schon. Das ist nicht sehr interessant, dass es sehr, sehr böse werden wird hier drin in der Welt. Das könnte sehr, sehr böse werden hier in dieser Welt. Ich merke es jetzt schon, dass die Gegner sehr stark sind. Das macht mir ein bisschen Sorgen zurzeit. Ballon. Ach, die Grafra. Ja, ich treffe ihn wieder nicht, warum auch immer jetzt gerade. Sinastra Feuga, Luftstaccato und zack, tschüss. So. Ich will doch gar nicht in diesen Modus immer rein. Mein Gott, das ist doch so nervig, ey, dass es immer wieder kommt. Das ist doch so nervig, ey. Weil jetzt kann ich hier nicht angreifen. Weil ich sehe gerade, dass ich hier Wecker einsetzen musste, am besten gleich, weil meine Zeit läuft gerade ab. So, tschüss, nächster weg. Oh Gott, ist das nervig gerade, ey. Okay, das war's jetzt aber für den. Und tschüss, Level 40 für Flint. Okay, so weiter. Was geht hier ab? Das ist eigentlich lang jetzt, Herr Dax. Ah, das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Stopp, das ist eine Truhe. Bleib stehen. So, Konfetti-Bonbons. Da geht's hoch, okay. Okay, das ist hier so ein Teil, alles klar. Dürfen wir da mal... Ich kann das nicht nutzen gerade, ne? Ach, da ist irgendwas, so ein kleines Teil ist, da habe ich gar nicht gesehen. Okay, der ist auch weg. So, können wir jetzt hier mal... Ich kann nichts machen gerade. Ich habe... Ah, jetzt geht's. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, what the hell, warum geht das denn jetzt nicht, ey? Warum geht das denn jetzt nicht, ey? Okay, ich brauche den Stift einmal. Wo ist mein Stift denn jetzt? Aber wir müssen warten, bis das Ding gerade... Okay, ich habe eigentlich nicht getroffen. Ich glaube, es hat aber gelangt, ne? Ja, hat gelangt. Weil fast alle mit einem Schlag sogar schon durch Shit haben. So, und tschüss. So, der ist weg. Da geht's runter. Da hoch. Ach so, dann sind wir da drinne. Dann sind wir hier drinne. Okay, einmal wieder runter. Ich habe keinen Plan, was es jetzt macht. Also, okay. Okay, haben wir auch. Okay, okay, okay. Ich verstehe den Sinn hier langsam. Wir müssen oben auch lang. Ich sehe gerade, dass es oben der Weg ist jetzt. Ja, wir haben es zerstört, ne? Ja, anscheinend ja. So, reingedrückt. Das ist aus und dann können wir auch weitergehen. Dann führt der Weg dann nach oben, okay? Okay. Ich hab's verstanden. Da ist aber auch noch ein Weg. Jetzt will ich die Truhe jetzt öffnen. Okay. Das ist eine interessante Welt, muss ich feststellen. Doppelsprung, das heißt, wir können zweimal springen, ne? Mit dieser Fähigkeit kannst du zweimal Luft springen, während du in der Luft bist. Wow, was ein sinnvoller Satz von mir. Was ist ein sinnvoller Satz? Du kannst in Luft springen, während du in der Luft bist. Nein, echt? Wer hätte das erwartet? Okay, ich halte die Schnauze, ganz im Ernst. So, gut, Leute. Aber großzügig, ohne jetzt irgendwelche Reden zu springen, würde ich sagen,
dass wir diesen Part hier jetzt beenden werden. Denn ich glaube, vom Schauen her wäre das jetzt am besten. Ich werde nochmal kurz einen Wecker einsetzen. Das heißt, wir werden Luftstarkator einmal rausnehmen. Und dann werden wir im nächsten Part hier weitergehen. Bis dahin werden wir... Ich denke mal, im nächsten Part werden wir auch wieder Geister erschaffen. So, zack. Ja, ich weiß, dass wir nicht so viel Zeit haben. Deswegen müssen wir ein bisschen häufiger benutzen. Aber ich denke mal, es geht schon klar. Gut, Leute. Dann hören wir uns im nächsten Part wieder. Denn bis zum nächsten Mal. Und ciao.